Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir haben hier das erste Event da, wo ein paar Sachen aber noch nicht stimmen. Und zwar Available Now, Superstar-Entstehung, Meisterobjekte in Packs und Sets verfügbar. Ja, in Packs vielleicht, aber in Sets definitiv noch nicht, denn in Sets ist noch nichts. Schauen wir uns aber gleich an. Ich vermute mal, dass es heute Abend da kommt. Um 23 Uhr, sprich, dann hätten wir es morgen zur ersten Folge, hätten wir diese Sets. Aber müssen wir jetzt mal schauen. Jawohl, einmal Austin Matthews, Jaromir Jagr. Wenn ihr was zu den beiden wissen wollt, einfach durchlesen. Genau, dann haben wir hier nochmal Tuukka Rask mit 88 und Victor Hedman mit 88. Ist auch nicht schlecht, glaube ich, beide nicht. Da bräuchte man aber das Power-Up-Item zu Victor Hedman vielleicht. Das wäre ganz praktisch. Genau, so. Was haben wir noch? Das sind die ersten Spieler. Olausen, Nabokov, Kako, Kent Nielsen, Jonathan Quick, Jakob Chychrun, Jack Eichel, Pietrangelo, Svechnikov und Werenski sowie Richards und Oshie sind vielleicht die ganz interessanten. Alle anderen fallen ein bisschen unter das Radar. 87 Ovechkin, das heißt, wir können unseren Ovechkin eigentlich direkt weiter updaten. Müssen wir mal nachher gleich schauen. John Gibson 86, Kadri 83. Joa, sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, Münzen haben wir auch schon ein paar erspart. Aber schauen wir erstmal, was da drin ist. Prime Pack, Limit 6 per 24 Hours, Jumbo Elite Pack, die haben wir jetzt nicht, ne? Machen wir es nicht auf. Das ist das Team of the Week, Tkachuk, Kucherov, Bjorkstrand, Norris, Sorokin. Ja, ganz, ganz viele Spieler. Mal schauen, weil wer wem was bringt. Genau, und ansonsten haben wir hinten nichts mehr. Dann würde ich sagen, das machen wir aus morgen. Hut Team Battles, das ist die Belohnung für Profi 2. Da haben wir ein paar gute Packs, glaube ich, rausgekriegt. So, und jetzt sind wir mal hier bei den Sets angekommen. Und da seht ihr schon, hier ist immer noch das Trainingslager-Event-Set und sonst gar kein Set aktiv. Bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, mei, ist halt so. So, dann würde ich sagen, füllen wir hier mal noch kurz auf. Mal schauen, ob wir hier diese 80 voll machen können. Ansonsten nehmen wir einen normalen Power-Up-Spieler. Mit 20. Genau, so. Dann hätten wir das auch. Wir haben 362.000 Münzen fürs Teambuilding. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir die haben. Und es gibt, by the way, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ein Pack-Limit. Wir nähern uns dem Pack-Limit. Ich vermute, dass das Pack-Limit 50 ist. Wir haben jetzt 42 Packs angespart über diese Woche. Und da werden wir jetzt natürlich einige öffnen. Gerade vor allem auch die Vorbesteller-Packs da hinten. Die Diamond-Choice-Packs machen wir morgen. Weil, wie gesagt, ich will warten, was am Wochenende noch so an Spielern rauskommt. Die machen wir heute, die X-Factor Power-Up und Co-KG. Mit denen warten wir. Und die großen Packs, mit denen warten wir auch noch. Genau, so. Fangen wir mal an da hinten. Was haben wir denn hier? Zwei Goldspieler, normale Goldspieler-Pack. Wir fangen jetzt mit den kleinen Packs an. Wie gesagt, also die großen Packs machen wir alle morgen. Schauen wir, was da drin ist. Maxwell und Josh Brown brauchen wir schon mal nicht. Jetzt haben wir ein 80 oder höher. Haben wir zwei Goldspieler. Mhm. Machen wir erstmal diese zwei Goldspieler. Wenn wir da was rausziehen, das ist schon, das wäre schon krasses Glück, aber hätte ich Bock drauf. So. Jonas Brodin, haben wir einen 80er zum Beispiel schon mal drin. Die dann natürlich auch brauchbar sind für spätere Packs. Ganz klar. So, 77 und 75. Wie gesagt, wir brauchen die kleinen Spieler sowieso für die Sammelobjekte. So. Tyson Barry. Jawohl, alles mal an. Was untauschbar, alles an Sammlung senden. Okay, dann müssen wir die irgendwie anders nutzen. Nochmal zwei Goldspieler. Auf geht's. Auch kein Glück. Wie gesagt, aus so einem Pack haben wir letztes Jahr Sidney Crosby rausgehabt, den 94er Meister. Mal schauen, was dieses Jahr so drin ist. Quenville Gaunt, auch nicht das, was man haben will. Basispack können wir auch noch öffnen. Welch Wunder, aber zumindest 400 Münzen ist schon mal gut. So. Man hält zwei normale Goldspieler. Dann machen wir es doch mal auf. Tim Schaller. Kova Pius Suter. Ah. Die kleinen Packs lassen noch zu wünschen übrig. Brian Rust 81, aber immer wieder kommt mal was Großes mit. Acrobello und Helevka.
so. Power-Up-Sammelobjekt, garantiertes Spielerpack, nicht tauschbar, das muss man nachher noch machen. Normale 2 Goldspieler. Gambardella war da mit dabei. Komm, gib mir weiter Spieler. Bring noch Nap und Süß. So, ein garantierter 82 plus. Normale 2 Goldspieler, wie gesagt, das sind die großen Packs, die wollte ich morgen erst aufmachen. Wenn das Event dann wirklich komplett da ist. Weil ganz traue ich diesen Braten noch nicht, vor allem wenn dann noch so viel fehlt. X-Factor Choice Pack, nicht tauschbar. Ja, wir haben uns erspielt über World of Chell. Jetzt haben wir hier noch 2 normale Goldspieler. Wie gesagt, die ganzen X-Factor Karten, die machen wir jetzt auf. Die machen wir jetzt aus. Jason Dickinson. Geht doch, schau mal, da kriegen wir noch was raus. Prime Pack. Können wir auch noch aufmachen. JT Miller und Alec Martinez. Zurzeit Goldspieler nicht tauschbar. Jawohl. Spielerpack. Diamant-Spielerpack. Power-Up-Starter-Pack nicht tauschbar. Hält 4 Power-Ups. Nice. Also Power-Ups fehlt es uns jetzt wirklich nicht mehr. Oh, und 5000 Münzen. Sweet. Sweet. Also daran fehlt es uns jetzt echt nicht mehr. So. Genau, Spielerpacks kommen alle morgen. Ich hatte jetzt hier noch ein Power-Up drin. Genau, das wollte ich jetzt noch aufmachen. Sind sogar 280 plus Spieler drin, nice. Genau, und jetzt haben wir hier lauter 2 Goldspieler, eins davon mit 80 oder höher. Und dann haben wir hier hinten 82 plus, davon eins mit 80 oder höher, 5 Goldspieler und 1,82 plus. Genau, das passt jetzt. Spielerpack nicht tauschbar. Ja, machen wir auch morgen. Diamant-Scheu-Spieler machen wir auch morgen. Genau, dann kommen wir jetzt zu den X-Factor-Spielern. Als erstes machen wir das auf nicht tauschbar, den X-Factor-Spieler, den wir uns bei World of Chella gespielt haben, für die Hauptmissionen. Starmer Share Theodore. Braden Point. Carey Price. Matthew Tkachuk. Und Connor Hellebuyck. Sie sind untauschbar. Deswegen hätte ich mich jetzt an dieser Stelle tatsächlich für Share Theodore entschieden. Weil ich glaube, dass der als Verteidiger dieses Jahr relativ gut werden kann. Genau, deswegen nehmen wir Share Theodore. Und der passt von den Synergien her, die ich mir jetzt ausgemalt habe, ins Team. So, Share Theodore. Schön, haben wir einen weiteren Power-Up-Spieler. Können wir uns gleich mal anschauen. Wie gesagt, hier 500 Münzen, 500, 500, 700. Das ist ein Witz. Das ist ja wirklich ein Witz. Natürlich kaufen wir uns den Rang gleich. So, dann haben wir schon mal einen 78er. Einen 79er. 750 Münzen. 1000 Münzen. Und beim letzten müssen wir jetzt dann schauen, theoretisch. Weil das sind 6500 Münzen oder Base Share Theodore. Und ich glaube nicht, dass Share Theodore mehr wert ist als diese 6500. Müssen wir mal gucken. Ansonsten ist es easy going, dass wir die 6500 nehmen. Wie gesagt, er kriegt hier eine andere Synergie. Und zwar kriegt der Protector. Wenn wir die aktivieren, sehen wir schon, Schlagschusspräzision wird besser. Das ist gut. Deking wird besser. Und Defensivbewusstsein sowie Schussblocken werden besser. Das ist natürlich schon Bombe. So, Share Theodore an Sammlung senden. 81 hat er jetzt. So, und dann gehen wir mal weiter hinter und dann warten hier nochmal welche auf uns. Und zwar hier warten sogar zwei Power-Up X-Factor-Spieler. Elias Pettersson. Roman Josi. Ryan O'Reilly. Haben wir schon. Jake Günzel. Jacob Slavin. Rantanen. Kaprizov. Max Stone.
Austin Matthews. Braden Point. Matthew Tkachuk. Patrick Kane. Joe Pavelski. Adam Fox. Dougie Hamilton. Sean Couturier. Jonathan Huberdeau. Leon Dreiseitel. Matthew Barzal. Anche Kopitar. Alexander Barkov. Connor Hellebuyck. John Carlson. Marc-André Fleury. Und Brad Marchand. Und da entscheiden wir uns natürlich einmal für Leon Dreiseitel. Und der zweite, den wir nehmen, ist Patrick Kane. Genau, jawohl, beide auswählen. Und dann können wir hier sie eigentlich auch gleich updaten. Das erste, was wir ändern können, hoppala, ist die Synergie. Du kriegst nämlich meines Wissens einen Zonenwirbler, wenn ich das richtig im Kopf habe noch. Ich weiß nicht, warum das jetzt wieder nicht geht. Wenn wir uns kaufen. Ich kann hier nicht anwählen. Warte mal, warum kann ich die nicht anwählen? Ah, ab Rang 3 freigeschaltet. Okay, jetzt check ich's. Okay, Rang kaufen, 750 Münzen. 1750 Münzen. Na, wird jetzt schon ein bisschen teurer. 6500 Münzen. Wie gesagt, wir gehen das. Wir haben die Basiskarte von ihm. Ein Power-Up-Sammelobjekt, aber viele, da haben wir 9 Stück. Die können wir da richtig frei hernehmen. Und dann haben wir Rang kaufen Base Patrick Kane. Mit Objekt kaufen. Und haben hier eine zweite Synergie aktiviert, und zwar Lampenknipser. Muss man schauen, ob wir die hinkriegen, die zwei Synergien. Genau, aber hier müssen wir auch erstmal auswählen, und zwar Zonenwirbler. Das ändert sich ein bisschen. So, sehr schön. Freut mich. Freut mich, freut mich, freut mich. 86 Patrick Kane. Mit Boost hat er sogar 92 Tempo. Ui, der wird Spaß machen. So, dann haben wir hier noch Leon, die deutsche Heiligkeit, Dreiseitel. Da muss ich, bin ich jetzt schon gespannt. 500 Münzen. Ah, du bekommst Arbeitstier. 500 Münzen, freischalten. Das heißt, das müsste eigentlich jetzt schon frei sein. Nee, wieder mit Rang 3. Ich nehme es zurück. 2500 Münzen. So, jetzt ist das Arbeitstier eben freigeschaltet. Oh, jetzt schon Power-Ups. Eieieiei, der will fressen. Neon 3 Seitel wird fressen. Aber wie gesagt, die Power-Ups sind eigentlich wirklich leicht zu basteln. Oder 2 Power-Ups. Okay, jetzt mal ganz ruhig hier. Mal ganz ruhig hier. So, 86 Dreiseitel. Und dann 100.000 oder Base Leon Dreiseitel. Müssen wir mal schauen. Müssen wir schauen, ob wir uns den leisten können. Hier, Arbeitstier aktivieren. Den haben wir noch nicht aktiviert, den Apfel. Aber wie gesagt, das haben wir aktiviert. Und dann ist das Tempo auch gut. Panzer, 3 Fähigkeitspunkte. Urgewalt hätte auch noch. Aber schaut doch gut aus. Schau mal. 86 Leon Dreiseitel, 86 Patrick Kane. Aber spielt Kane eigentlich schon in der ersten Reihe, gell? Muss ich jetzt einfach mal sagen. Mehr Tempo, besseren Schuss. Aber gut, alles an meine Sammlung senden. Freut mich sehr. Dann haben wir 2 schöne Power-Ups. Vorbesteller-Choice, und das wird jetzt auch sehr spannend. Da habe ich mich eigentlich auch schon entschieden gehabt. Eddie Olczyk. Okay, wir springen mal. Wie gesagt, die Wahl wäre dann doch zwischen Shane Doan, Igor Larionov. Ich weiß nicht, warum manche mit dem, die mit dem Schwarz schauen ganz anders aus als die hier. Schon alle haben alle verschiedene Karten, kann das sein? War nicht immer. Oh, es kommt. Ich glaube, es kommt drauf an, welche Jahrgang sie sind. Genau, und wir nehmen oder entscheiden uns. Eigentlich wollte ich hier Markus Naslund haben. Ursprünglich war mal der Plan. Die haben aber halt einfach nur 2 Synergien. Das ist ein kleines Problem, deswegen habe ich mich dann hier für Ray Ferraro entschieden.
Mit Ray Ferraro haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir den hier gleich mal auf 84 updaten, klar. Wie gesagt, der 85 Bullies. Hat Arbeitstier, was sehr praktisch ist. Da sind immer noch 3 Power-Up-Objekte. Läuft doch gut. Läuft doch super gut. Genau. Und damit haben wir Ray Ferraro. Und der hätte jetzt, glaube ich, sogar ein besseres Bulli auch noch. Genau, jetzt hat er 86 Bullies mit Arbeitstier. 90 Tempo. Läuft, glaube ich, ganz gut bei Ray Ferraro. Genau, so. Die Packs warten alle auf morgen. Da freue ich mich auch schon drauf. Großes Pack-Opening morgen. Wir müssen dann natürlich nur noch abwarten, wie die Mannschaft sich zusammenstellt dann. Wir kriegen unsere Seasonal Rewards. Wird natürlich auch nochmal spannend. So, dann können wir die jetzt schon mal einlösen für morgen. Dann haben wir wieder 19 Packs, die auf morgen warten. Und mit den neuen Packs müssen wir uns das auch noch anschauen. Premium Spieler Pack 80 Plus. Spieler Pack 80 Plus mit einem und 4 80 Plus. NHL-Spieler. Die Profi 2 Belohnungen sind nicht schlecht. Aber wie gesagt, bin ich gespannt, was da drin ist. Alle Goldspiele mit 80 Gesamt oder höher. Wähle über 5 Runden 10 Spieler aus. Bin ich halt schon gespannt, was da drin ist. Da kann halt wirklich Humbug drin sein oder es sind die geisteskranken, krassen Karten drin, die wir hier hatten. So, was ich jetzt aber noch nachschauen wollte, natürlich, müssen wir machen. Alexander Ovechkin hat meines Wissens, hat aktuell nur die 87 Base Ovechkin, okay, die neue 87 ist noch gar nicht mit dabei. Okay. Dann machen wir nochmal die Aufstellung. Und zwar haben wir da zum Beispiel Patrick Kane, der darauf wartet, ins Spiel geworfen zu werden. Während wir dann hier hinten erstmal 2 Center hinzufügen dürfen. Einmal Leon Draisaitl. Da würde sich interessieren, was der Bulli-Wert hat. 80, okay, ist nicht schlecht. Aber ist jetzt nicht das, was bei mir spielt aktuell, weil die, wie gesagt, die haben alle 85 oder höher. Kadri wird jetzt erstmal in die letzte Reihe verfrachtet, weil wir tatsächlich hier einen Center haben, der noch einen höheren einen Bulli-Wert hat mit Ray Ferraro. Genau, Ray Ferraro kann aber meines Wissens nicht mithalten. Doch, der hat 86 Bullies. Was hat Landeskog? Mit Deep hat er 84 Bullies. Und Kadri hat 85 Bullies. Okay, machen wir es so, dann passt es. Genau, da freue ich mich drauf. Jawohl. Dann müssen wir nur schauen, dass wir das hinkriegen hier mit den Spielerwerten. Dass wir O'Reilly und Ovechkin vielleicht noch ihr Update besorgen. Ja, 3 Seitel wäre natürlich auch schön, aber müssen wir mal gucken, was die so kosten, ne? Das ist natürlich jetzt auch ein Kostspiel. Weil vielleicht nochmal Glück und ziehen sie in den anderen Karten noch, das kann natürlich auch sein. Aber da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was da so drin ist. Müssen wir vielleicht auch mal schauen. Gesamtwert. Gehen wir mal hoch. 82. Position Center. Und dann müsste Nick Suzuki. Schön. Das ist eine schöne Karte. Von Nick Suzuki. 86, 75 Bullies. Mit Deep hat 83 Bullies. Lohnt sich. Jack Eichel da hinten. Genau, das sind zwar nicht die Karten, die ich haben wollte. Natürlich nicht. Liga müssen wir einfach direkt anklicken. NHL. St. Louis Blues. Dann müsste hier eigentlich Ryan O'Reilly kommen. 84 hat der. Ja gut, 15.000 ist eigentlich bezahlbar. Na, schau mal. Die sind viel weiter unten, als ich dachte. Nehmer. Ansammlung senden. Genau, und dann haben wir hier nochmal einen. Müssen wir zu den Edmonton Oilers. Wo sind sie? Hier sind sie. Da unten habe ich noch schon gesehen. Leon Draisaitl, wie gesagt, den kriegst du für unter 100.000. Also diese 100.000 zum Ablösen sind für einen Arsch, aber wie gesagt, ihr kriegt ihn billiger. Das Problem ist nur, dass wir ihn jetzt nicht kaufen werden, weil jetzt ist er aktuell noch zu hoch. Wir könnten morgen vielleicht noch gute Karten ziehen. Das war eigentlich jetzt auch dumm, dass ich O'Reilly gekauft habe, tatsächlich. Falls wir ihn morgen ziehen. Ja. War jetzt ein bisschen blöd. Egal. Das war wieder die innere. Ich will sofort. Ich brauche ihn sofort. Der innere Wille. So. Und dann wollte ich mich jetzt eigentlich nochmal hier erkunden nach Ovechkins.
17.000 bieten. Okay, ist aber auch billig eigentlich. Also wir müssten 90.000 zahlen und du kriegst ihn hier für locker unter 50.000. Müssen wir mal schauen, ob das machbar wäre, dass wir uns diese Karte holen. Ja, ich gebe jetzt einfach O'Reilly direkt mal sein Update. Wobei, nee, warten wir mal noch. Wir warten mal die Eventfolge heute Abend noch ab und dann entscheiden wir, was wir mit ihm machen. Weil, wie gesagt, nicht, dass wir dann hier gleich ein Krisenproblem haben, weil wir O'Reilly gekauft haben. So, 10.000 Münzen haben zumindest O'Reilly wieder drin. Schon mal. Genau, dann danke fürs Zuschauen, sagt Schau mit V und wir sehen uns dann heute Abend wieder zu einer Eventfolge. Genau, bis dahin, Schau mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.